Listen to Science, der Wissenschaftspodcast der Volkswagen Stiftung. Ich freue mich sehr, Sie im Namen der Volkswagen Stiftung hier zu diesem mittlerweile schon 6. Leopoldina Lecture in Herrenhausen begrüßen zu können. Diesmal unter dem Titel Burnout, Angst und Depression. Wie können wir psychischen Störungen am Arbeitsplatz vorbeugen? Mein Name ist Henrike Hartmann, ich bin die Leiterin der Förderabteilung in der Volkswagen Stiftung. Herr Krull war eigentlich ja auf dem Programm gedruckt, aber Herr Krull ist heute in einer Gutachtersitzung für ein ziemlich neues Förderangebot der Volkswagen Stiftung eingebunden und kann deshalb nicht hier sein und hat mich gebeten, das hier zu übernehmen, was ich natürlich sehr gerne mache und bei diesem spannenden Thema allemal. Die Leopoldina Lecture in Herrenhausen ist eine Veranstaltungsreihe, die die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina und die Volkswagen Stiftung seit mittlerweile schon mehr als einem Jahr gemeinsam ausrichten. Und wir finden, dass Schloss Herrenhausen für solch einen Dialog natürlich der perfekte Platz ist, weil das Schloss Herrenhausen für die Tradition eines wissenschaftlichen Dialogs und Austauschs steht. Nicht zuletzt, weil Leibniz hier mehr als 30 Jahre seines Lebens verbracht hat. Nicht natürlich in diesem Schloss, aber im historischen Vorgängergebäude. An diese von Leibniz schon begründete Diskussion wollen wir gern anschließen mit diesen Leopoldina-Lectures. Insofern freut es uns natürlich besonders, dass diese Veranstaltungsreihe auch in Kooperation mit der Leopoldina durchgeführt wird, deren Geschichte ja auch schon ins 17. Jahrhundert zurückgeht. Die Leopoldina ist Deutschlands traditionsreichste Wissenschaftsgemeinschaft und blickt bereits auf 350-jährige Geschichte zurück. Ursprünglich wurde sie gegründet als naturwissenschaftliche medizinische Akademie. Heute erarbeiten ihre Mitglieder wissenschaftlich fundierte Einschätzungen zu aktuellen wissenschaftlichen und auch gesellschaftlichen Themengebieten. Und ich denke, auf dieser Basis leistet die Leopoldina wirklich wertvolle fachliche und vor allen Dingen unabhängige Beiträge zur Bewältigung aktueller politischer und gesellschaftlicher Herausforderungen. Und ich denke, fast lässt sich sagen, nie war das so wichtig wie heute. Und in dieser Tradition steht ja auch das Thema der heutigen Leopoldina Lecture zur Prävention psychischer Störungen am Arbeitsplatz. Ein Thema, das mit Sicherheit alles andere als einfach ist. Ich glaube, es gibt kaum eine Tätigkeit, die so komplex ist wie die Arbeit. Arbeit kann sowohl eine körperliche als auch eine geistige Tätigkeit sein. Arbeit kann gesund, aber Arbeit kann auch krank machen. Durch Arbeit kann sich der Mensch von Problemen ablenken oder auch in der Arbeit seine Erfüllung finden. Durch Arbeit kann der Mensch zu sich selber finden, aber Arbeit kann auch von sich selbst entfremden. Arbeit kann Sinn stiften und Arbeit kann auch unglücklich machen. Darüber hinaus ist Arbeit eingebunden in weite gesellschaftliche, institutionelle und vertragliche Kontexte. Arbeit sichert ganz klar die Existenz von Personen, Familien und ganzen Gemeinschaften, aber sie kann auch Abhängigkeitsverhältnisse begründen. Arbeit kann man teilen und Arbeit kann man auch an sich reißen. Arbeit lässt sich durch technische Hilfsmittel mehr und mehr erleichtern, aber wir wissen alle, dass solche technischen Hilfsmittel letztendlich auch Arbeit in Frage stellen und gar ersetzen kann. Auf jeden Fall bestimmt Arbeit einen wesentlichen Teil unseres Lebens und umso schlimmer, wenn man Arbeit verliert. Und ich befürchte, manche der Menschen und viele von uns verbringen wahrscheinlich mehr Zeit mit ihren Kolleginnen und Kollegen als mit der Familie und den Freunden. Und dass in solchen komplexen Zusammenhängen Arbeit und seelische Gesundheit eng miteinander verwoben sind, wird sehr schnell deutlich. Doch es ist alles andere als klar, welche Verhältnisse für seelische Gesundheit am Arbeitsplatz notwendig sind, was man präventiv, aber auch therapeutisch tun muss und kann, um seelische Gesundheit am Arbeitsplatz zu fördern, zu bewahren oder zumindest wiederherzustellen. Dafür spielen sicher viele Faktoren eine Rolle wie Belastung, Motivation, Wertschätzung, Verantwortung, Rollenverständnis, Feedback, der Ausgleich zwischen Arbeit und Freizeit, Gemeinschaft und Unterstützung. Und Eugen Roth hat ganz treffend formuliert, wohin der zum Beispiel allseits beklagte Termindruck führen kann. Ein Mensch von Arbeit überhäuft, indes die Zeit von dannen läuft, hat zu erledigen eine Menge und kommt, so sagt man, ins Gedränge. Inmitten all der Zappelnot trifft ihn der Schlag und er ist tot. Was gerade so wichtig noch erschien, fällt hin. Was bleibt von den Terminen?
Nur dieser einzige zuletzt, am Mittwoch, wird er beigesetzt. Und schau, den hält er pünktlich ein, denn er hat Zeit jetzt, es zu sein. Damit es erst gar nicht so weit kommt, braucht es Rat und die Einschätzung der Wissenschaft. Und mit Ihnen, Frau Sonnentag, Herr Falkey und Herr Rössler, haben wir einfach drei herausragende Vertreter Ihres Fachs gewonnen, Mitglieder der Leopoldina, um diese Fragen gemeinsam zu erörtern, aus medizinisch-psychiatrischer Sicht, aber auch aus arbeitswissenschaftlicher Sicht. Und auch für Sie, liebes Publikum, haben wir dann im Anschluss an die Podiumsdiskussion die Möglichkeit, sich mit den Referenten und Referentinnen auszutauschen. Für Ihr Engagement und Ihre Bereitschaft möchte ich Ihnen jetzt schon ganz herzlich danken. Ich möchte aber auch Frau Harvard-Feye vom Veranstaltungsreferat der Volkswagen-Stiftung danken und auch Frau Borchert von der Leopoldina, die diesen Abend gemeinsam organisatorisch vorbereitet haben. Aber nun denke ich genug der Worte. Wir freuen uns auf eine sehr interessante, sicher und diskussionsreiche Diskussion. Danke. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der Leopoldina zu dieser nunmehr sechsten Leopoldina-Vorlesung hier im Tagungszentrum Schloss Herrenhausen. Diese Veranstaltungsreihe organisiert ja, wir haben es gerade gehört, die Nationalakademie zusammen mit der Volkswagen-Stiftung. Und ich begrüße Sie, Frau Hartmann, als Repräsentantin der Stiftung ganz herzlich und möchte auch im Namen des Präsidiums Ihnen herzlich stellvertretend danken, dass wir hier wieder Gast sein dürfen. Ich begrüße Frau Schnitzer-Ungefug, die Generalsekretärin der Leopoldina, und Herrn Dietz vom Freundeskreis der Leopoldina. Mein Name ist Frank Rösler, ich bin Psychologe und Mitglied des Präsidiums der Leopoldina. Die Veranstaltungsreihe Leopoldina Lectures in Herrenhausen hat auch in diesem Jahr wieder ein Thema aufgegriffen, was sich aus diesen Themen herauskristallisiert hat, die die Leopoldina für die Politikberatung bearbeitet. Heute geht es, wir haben den Titel hier stehen, um Burnout, Angst und Depression. Und diese Thematik ist Gegenstand auch einer Leopoldina Arbeitsgruppe. Arbeitsgruppen sind Gremien mit hochkarätigen Experten interdisziplinär zusammengesetzt, die sich eines solchen Themas annehmen und dann am Ende eine Stellungnahme erarbeiten, die die Öffentlichkeit und eben auch die Politik informieren soll, bis hin zu Empfehlungen. Und diese Arbeitsgruppe wird wahrscheinlich so in einem Jahr etwa ihre Stellungnahme vorlegen können. Wir werden heute Abend, kann sagen, vielleicht sogar ein bisschen Werkstattgespräch erleben, denn die beiden Referenten heute Abend, Frau Professor Sonnentag, herzlich willkommen, Herr Professor Falkey, Sie sind beide Mitglieder dieser Arbeitsgruppe und Herr Falkey ist zugleich einer der Initiatoren dieser gesamten Aktivität gewesen. Sie werden mit Ihren Vorträgen sicherlich die Grundlage für unsere dann interessante Diskussion legen. Meine Damen und Herren, es ist eine zentrale Aufgabe der Nationalen Akademie der Wissenschaften, Leopoldina, aber natürlich auch der anderen Akademien in Deutschland, Politik und Öffentlichkeit zu gesellschaftlichen Herausforderungen zu beraten. Und dazu gehören eben auch so aktuelle Themen wie das, was wir heute hier haben, wo wir Fortschritte aus der Medizin, aus den Lebenswissenschaften, den Sozialwissenschaften und der Psychologie zusammentragen können und daraus Empfehlungen ableiten können. Frau Hartmann hat schon ein bisschen was zu dem Thema gesagt. Ich möchte auch noch ein paar Worte dazu sagen, um Sie so etwas einzustimmen. Ich möchte aber nicht den Referenten vorwegnehmen. Gemäß der Weltgesundheitsorganisation sind psychische Erkrankungen in vielen Ländern der Welt mittlerweile an Nummer 1 der Krankheitslastenverursacher. Und auch in Europa erfüllt mehr als ein Viertel der EU-Bevölkerung zeitweilig die Kriterien einer psychischen Erkrankung, wobei Angststörungen, Schlafstörungen, depressive Störungen, auch Abhängigkeiten zu den häufigsten zählen. Und psychische Erkrankungen und Arbeit sind nicht unabhängig voneinander. Berufliche Tätigkeit hat zunächst ja mal in der Regel einen positiven Effekt. Das Wohlbefinden und die seelische Gesundheit eines Menschen hängen auch davon ab, dass sie arbeiten dürfen. Sie strukturiert den Alltag, schafft Gelegenheiten zum sozialen Austausch, zur Erlangung der Identifikation der eigenen Rolle in der Gesellschaft. Keine Arbeit, also Arbeitslosigkeit, kann auch krank machen. Und es ist nachgewiesenermaßen ein Risikofaktor auch für psychische Erkrankungen. Die Rehabilitation psychisch Erkrankter in das Arbeitsleben ist ein ganz vorrangiges Ziel. Und wie die Statistik zeigt, ist auch die frühe Berentung nicht unbedingt
ein Hinweis darauf, dass man länger lebt. Im Gegenteil, es ist lebensverkürzend. Das ist natürlich nur eine Seite. Arbeit ist eben auch, und dies mag auf den ersten Blick widersprüchlich erscheinen, eine der Ursachen für weltweit ansteigende Häufigkeiten psychischer und, das sollte man nicht vergessen, somatischer Erkrankungen. Aber es ist sicherlich nicht die Arbeit als solche, die krank macht, sondern es sind die modernen Entwicklungen in der Arbeitswelt. Bestimmte Arbeitsbedingungen führen zu neuen und größeren Belastungen und diese sind dann für den Anstieg von psychischen Erkrankungen verantwortlich zu machen. Globalisierung, Digitalisierung, Rationalisierung. Sie haben eine Verdichtung der Arbeitsprozesse zu einer Beschleunigung geführt, zu einem gestiegenen Termin- und Leistungsdruck und zudem verwischen oft die Grenzen zwischen Freizeit und Arbeit, sodass zusätzliche Belastungen entstehen, die vor 20, 30 Jahren in dieser Weise nicht erkennbar gewesen sind. Auswirkungen von derartigen Überlastungen am Arbeitsplatz sind vielfältig. Mit dem sicherlich nicht präzise definierten Zustand des Burnout-Syndroms fängt es oft an. Und dann folgen aber ernste und sich chronifizierende Erkrankungen, Depressionen, Angst, Substanzmissbrauch, Tinnitus, aber eben, wie ich schon sagte, nicht nur im psychischen und neurologischen Bereich. Genauso kann die Überlastung Ausdruck in Herz-Kreislauf-Erkrankungen, in rheumatischen Erkrankungen und anderen Erkrankungen finden. Und es sind natürlich nicht nur die Fehlzeiten durch Arbeitsunfähigkeit, Frühberentungen, die volkswirtschaftlich zu Buche schlagen. Es sind arbeitsbedingte Erkrankungen, die das Gesundheitssystem belasten, die die gesamte Gesellschaft belasten und oft in indirekter Weise, was uns gar nicht so auffällt. Jemand, der überlastet ist, neigt eher zu einem Unfall im Straßenverkehr. Auch das sind Folgen, die dann unter Umständen eintreten. Es gilt also, die Gefahrenpotenziale für die Auslösung psychischer Erkrankungen durch die Arbeitswelt zu erkennen und effektive Maßnahmen zu entwickeln, um durch Prävention und frühe Interventionen entgegenwirken zu können. Therapie- und Rehabilitationsformen müssen erforscht und weiter ausgebaut werden. Und nicht zuletzt muss eben Politik und Öffentlichkeit über die Zusammenhänge zwischen Arbeit und psychischer Gesundheit besser aufgeklärt werden. Arbeit darf einerseits nicht per se als krankmachend verteufelt werden, aber ebenso müssen die angesprochenen krankmachenden Faktoren erkannt werden und Personen dürfen, wenn sie betroffen sind, nicht stigmatisiert werden. Ganz kurz ein paar Worte zu unseren beiden Referenten. Professor Falkey ist Mediziner und wird in seinem Vortrag die psychiatrisch-neurologische Perspektive auf den Zusammenhang von psychischen Erkrankungen und Arbeit darlegen. Er ist Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Zuvor leitete er die Klinik für Psychiatrie in Göttingen an der Georg-August-Universität, dann an der Universität des Saarlandes. Sein Forschungsschwerpunkt liegt in Behandlung von psychotischen Störungen, vornehmlich Schizophrenie. Und er ist zahlreich auch ausgezeichnet worden schon. So erhielt er jüngst den Kurt-Schneider-Wissenschaftspreis, mit dem besondere wissenschaftliche Leistungen der psychiatrischen Forschung gewürdigt werden. Herr Falkey ist seit 2007 Mitglied der Leopoldina und er leitet, wie gesagt, diese Arbeitsgruppe zur Arbeit und psychischen Erkrankungen. Frau Professor Sonnentag ist ebenfalls Mitglied der Leopoldina. Sie ist Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität Mannheim. Nach dem Studium der Psychologie wurde sie an der Technischen Universität Braunschweig promoviert mit einer Untersuchung zur Arbeitssituation von psychisch und geistig behinderten Menschen. Sie war mehrere Jahre an der Justus-Liebig-Universität Gießen sowie an der Universität von Amsterdam tätig, dann Professorin an der Universität Konstanz sowie an der TU Braunschweig und jetzt ist sie eben in Mannheim. Ihre Arbeit bezieht sich unter anderem auf die Auswirkungen von proaktivem Arbeitsverhalten und mit der Erholung von Arbeitsstress und Arbeitsleistung. Herr Falkey, Frau Sonnentag, ich bin gespannt auf Ihre Vorträge und noch mehr auf die dann sicherlich lebhafte Diskussion. Ich wünsche Ihnen viel Information, dass Sie mit neuem Wissen hier diesen Saal nachher verlassen. Sehr geehrter Herr Rüssler, vielen Dank für die freundliche Einführung. Liebe Zuhörer, Burnout, Angst, Depression klingt nicht gut. Wie können wir psychische Störungen am Arbeitsplatz vorbeugen? Ich denke, das ist ganz wichtig, Herr Rüssler hat ja dargestellt, dass Arbeit durchaus einen protektiven
Effekt hat oder einen wichtigen sinnstiftenden Effekt hat. Ich werde nun die etwas andere Seite versuchen zu beschreiben. Zum einen wollte ich nochmal das Thema aufgreifen, nehmen psychische Erkrankungen wirklich zu oder was nimmt zu, wenn wir die psychischen Erkrankungen betrachten. Dann steht natürlich an, mal zu sagen, was ist eigentlich Burnout? Kann man das diagnostizieren, kann man das beschreiben? Abgrenzung zur Depression ist auch ganz wichtig. Ist es das Gleiche oder sind es unterschiedliche Dinge? Ist es eine Gehirnerkrankung oder was ist es eigentlich, wenn man es biologisch betrachtet? Gibt es therapeutische Ansätze? Und dann haben Sie es mit mir zumindest geschafft. Wenn wir kurz anschauen, dann ist das Thema Burnout natürlich etwas, was wie so wellenförmig immer wieder in der Presse sich wiederfindet. Ich denke, im Augenblick ist ein bisschen Ruhe. Vor einem halben Jahr, im Jahr hatten wir deutlich mehr. Und wenn man dann vergleicht sozusagen die Zahlen, so fragt man sich wirklich ernsthaft, ob ein Viertel der berufstätigen Bevölkerung an Burnout leidet. Wenn man sich dann anschaut, quantitativ, Herr Rössler hat darauf hingewiesen, wie sieht es in Deutschland aus? Und da gibt es eine aktuelle Untersuchung, 2012 publiziert, die zeigt in einer repräsentativen Stichprobe, dass sie rückwirkend für ein Jahr, dass etwa ein Drittel der Bevölkerung an einer relevanten psychischen Erkrankung gelitten haben oder das so angegeben haben und dies entsprechend untersucht wurden. Die Renner, wie Sie unten sehen, sind Angsterkrankungen und die unipolare Depression. Trotzdem, wenn man in Deutschland die Zahlen betrachtet, innerhalb von 20 Jahren bleiben sie recht stabil und das gilt auch für Europa. Aber, und das ist das, was uns auffällt, und hier hat Herr Rössler recht, es ist letztendlich die Behandlungsprävalenz. Das heißt, es werden offensichtlich mehr Menschen mit einer psychischen Erkrankung behandelt. Das heißt, in den letzten 30 Jahren hat das Ganze deutlich zugenommen. Das heißt, man kann es positiv betrachten, wir haben weniger Stigma, aber möglicherweise ist es einfach auch so, dass wir vielleicht früher dran denken, dass eine psychische Erkrankung vorliegt. Was ist Burnout? Burnout, wenn wir das betrachten, wird natürlich heute gerne benutzt als ein Begriff einer Krise, aber letztendlich für jegliche Form psychischer Krisen und Erkrankungen. Korrekterweise, und das werde ich gleich sagen, muss das natürlich im Zusammenhang mit einer Arbeitsbelastung gesehen werden. Was ein bisschen problematisch ist, dass man das Burnout gerne benutzt als die Depression der Tüchtigen und die Untüchtigen, die haben halt eine richtige Depression. Und das wiederum führt natürlich zum Stigma, was nicht gut ist. Und gerade in Hannover ist das natürlich ein Thema, wo wir wissen, dass das nicht unbedingt nur ein gutes Ende haben kann. Denn es ist eben wichtig, dass man sagt, ich stehe zu dem, was ich habe. Und es muss ich nicht unbedingt Burnout nennen. Die Frage ist aber trotzdem, was ist es? Und wenn man das betrachtet in dieser Übersicht, dann sehen Sie, dass eine chronische Arbeitsüberforderung letztendlich, eine chronische Arbeitsüberlastung sozusagen letztendlich in ein Risikostadium führt, was wir Burnout nennen. Und erst dann, wenn es anhält, der chronische Stress, kommt es zu Folgeerkrankungen und umgekehrt natürlich auch körperliche Erkrankungen, die dann ihrerseits einen Einfluss nehmen. Wer hat Burnout eingeführt? Das war Herr Freudenberger, ein niedergelassener Analytiker. Und Sie sehen, er hatte einen sehr ambitionierten Tagesablauf, sehr viel gearbeitet und je müder ich wurde, desto mehr trieb ich mich an. Das heißt, er hat dann unter dem Begriff des sogenannten Staff Burnout diesen Begriff geprägt. Das war die subjektive Seite, Verausgabung, Müdigkeit, Infektanfälligkeit, eine gewisse Gereiztheit und insgesamt eine individuelle sozusagen Unterschiede, aber ganz wichtig, er sagte, es ist keine seelische Erkrankung, es ist nur eine berufliche Überbelastung. Die Frage ist, hat es das schon mal gegeben? Und in der Tat, wenn man in die Geschichte schaut, dann muss man sagen, dass der Begriff der Neurasthenie, der heute auch ein diagnostischer Begriff ist, sich durchaus damit deckt. Und Sie sehen sozusagen, dass die Zahlen hier zeigen, dass es ein Phänomen ist, was relativ alt ist. Ich erinnere mich noch als junger Famulus in den 80er Jahren,
dass wir gerne, wenn wir nicht wussten, was es war, das ganze psychovegetatives Erschöpfungssyndrom genannt haben. Das heißt, es gab, glaube ich, zu jedem Zeitpunkt der Medizin Begriffe, unter denen man sagt, noch nicht richtig krank, aber ganz in Ordnung auch nicht. Und ich denke, dieses Risikostadium wird hier aufgegriffen. Die Frage ist, kann man das besser fassen? Kann man das klarer sozusagen fassen? Ja, in der Tat, es gibt einen Selbsttest von Frau Maslach und ich glaube, der ist als einen gewissen Anhalt durchaus hilfreich. Wenn Sie sich das anschauen, kann man sich im Internet runterladen, 22 Fragen und wenn Sie 10 positiv beurteilen, dann besteht ein erhöhtes Risiko. Also ich denke, schon sozusagen wichtig. Ich will Ihnen, nachdem ich ja sozusagen am Namensgeber Ihnen eine Art Kasuistik für ein Burnout gegeben habe, nun die Abgrenzung der Depression. Eine Patientin, alles ist verändert, nicht wieder erkennbar, aber die ich in dieser Form selber behandelt habe, kam in die Sprechstunde, fühlte sich wenig belastbar, differenzierte junge Frau, sie sagte, schriftliche Vorgänge, die für mich kein Problem gewesen wären, dauerten ewig, breche grundlos in Tränen aus, bei kleinen Problemen, könne nicht schlafen, wache morgens auf, hat Gewicht verloren substanziell und sozusagen fühlt sich unattraktiv wertlos und habe jegliches Selbstvertrauen verloren. Fragt man sich natürlich, wie kann man das abgrenzen? Wie sind hier die diagnostischen Kriterien? Es gibt für psychische Erkrankungen diagnostische Kriterien, die sind in den internationalen Klassifikationen of Diseases von Erkrankungen zusammengefasst. Und Sie haben dann hier die sogenannten Hauptsymptome, das sind im Wesentlichen 3 Gruppen, Stimmung, Interessensverlust und sozusagen Antriebsmangel und die sogenannten Zusatzsymptome, wie sie hier genannt werden. Und ich habe Ihnen die Symptome zugeordnet mit den entsprechenden Zahlen und Sie sehen sozusagen das Ergebnis hier, das heißt 2 der Hauptsymptome und 4 der Nebensymptome sind oder Zusatzsymptome sind erfüllt, das heißt die Patientin hat letztendlich zu dem Zeitpunkt der Untersuchung eine depressive Episode gehabt, mittelgradiger Ausprägung. Das heißt, klinisch ist das relativ problemlos zuordnenbar. Stellt sich natürlich die Frage, ist das einfach zum Burnout abgrenzbar? Da muss man sagen, es gibt gewisse Dinge, die ich aus der klinischen Praxis sozusagen auch beitragen kann, dass insbesondere sozusagen das Thema der gedrückten Stimmung, der ausgeprägten, lang andauernden gedrückten Stimmung Sie weniger beim Burnout finden und darüber hinaus auch sozusagen bei den Zusatzsymptomen insbesondere Dinge wie kognitive Störungen nicht so häufig. Aber man muss fairerweise sagen, das ist ein breiter Überlappungsbereich. Kann man Depression messen? Selbstverständlich, Sie können es sozusagen als Untersucher messen, Sie können es aber auch als Betroffener messen. Genauso wie die Maslach-Skala gibt es das entsprechend auch für die sogenannte Beck-Depressionsskala. Sie füllen das selber aus und können dann, wenn Sie über 25 Punkte haben, dann ist sozusagen der dringende Verdacht auf das Vorliegen einer Depression da. Aber, und das ist natürlich ein bisschen das Problem bei allen psychischen Erkrankungen, wir haben noch keine Biomarker. Ausnahme ist vielleicht die Demenz. Sie kennen den Herzinfarkt, Sie wissen eine klinische Symptomatik, Brustdruck etc. Sie gehen zum Arzt, er macht ein EKG, nimmt Blut ab. Das heißt, er hat mindestens 2 weitere Parameter zur Klinik, um letztendlich die Diagnose zu verifizieren. Hier bei der Depression ist es schwierig, zumal wir, muss man sagen, auch verschiedene körperliche sozusagen Manifestationen haben, Kopfschmerzen, Brustdruck etc. Das heißt, das macht sicherlich die Abgrenzung schwierig, trotzdem klinische Diagnose gut möglich. Das heißt, was ist wichtig, was muss man mitnehmen? Wichtig ist, dass wenn man den Verdacht auf eine psychische Erkrankung hat, einen vernünftigen, rationalen sozusagen Untersuchungsprozess, der die Symptomatik betrifft, dann müssen körperliche Erkrankungen ausgeschlossen werden, sogenannte Komorbiditäten, das heißt zusätzliche Erkrankungen, um nachher zu einer rationalen Diagnose zu kommen. Nun, was hat das mit Burnout zu tun und warum mag das wichtig sein? Die Frage ist ja, sind wirklich 25% der arbeitenden Bevölkerung an Burnout erkrankt? Und wenn man die DEX-Studie nimmt, die ich Ihnen gezeigt habe, gibt es eine Zusatzauswertung zur Frage, die man nämlich den Probanden gestellt hat. Haben Sie jemals, das heißt also sozusagen insgesamt an den Zeitraum, an den Sie sich erinnern, unter Burnout gelitten oder sozusagen in den letzten 12 Monaten.
Und Sie sehen, jemals 4,2% und hier 1,5% im letzten Jahr. Und das sind Zahlen, von denen ich mal sagen würde, dass sie recht belastbar sind und auch durchaus einen Sinn machen. Aber was ist auch wichtig, und darum finde ich, ist die Diagnose des Burnouts, oder es ist ja keine Diagnose, der Begriff des Burnout-Syndroms wichtig. Warum? Weil es verbergen sich häufig genug eben psychische Erkrankungen dahinter. Wenn man nämlich die Leute, die gesagt haben, jawohl, ich hatte ein Burnout in den letzten 12 Monaten, wenn man die fachärztlich nachuntersucht hat, dann stellte sich heraus, dass bei 70 Prozent der Personen letztendlich eine psychische Erkrankung und führend waren sozusagen Depressionen, also affektive Erkrankungen, ich sage mal Angststörungen und sogenannte körperlich sich ausdrückende psychische Erkrankungen, somatoforme Störungen. Das heißt, man muss das ernst nehmen. Es ist also nicht nur ein Merkmal, wo es auch gerne abgetan wird für eine Befindlichkeit oder eine Missbefindlichkeit, sondern es ist ernst zu nehmen. Es ist, ein Mensch sagt, mir geht's nicht gut, und sozusagen dahinter kann sich eben etwas anderes, eine körperliche Erkrankung, wie das Herr Rösler gesagt hat, oder eben eine psychische Erkrankung verbergen. Und darum ist es wichtig, dass man es ernst nimmt und einen vernünftigen diagnostischen Prozess. Nun ganz kurz die Frage, ist das eine Gehirnerkrankung? Fakt ist, muss man sagen, dass jeder Mensch endlich belastbar ist. Man spricht von sozusagen einer Allostase, also der Gesamtmenge, das, was wir alles tolerieren können. Das heißt, es gibt individuelle Einflüsse, es gibt akute Stressoren, beruflich-privater Art, es gibt natürlich Traumata in meiner Lebensgeschichte, es gibt aktuelle Traumata, die mich treffen und natürlich meine Fähigkeit, auf Stress zu reagieren. Aber Stress ist das entscheidende Thema. Das heißt mit anderen Worten, wenn Dinge auf uns treffen, dann reagiert das Stresssystem. Sogenannte Cortisol wird ausgeschüttet und das bedeutet, wir können uns wehren. Der Blutdruck geht hoch und so weiter. Das heißt, wir können reagieren, wir können aktiv werden, weglaufen oder sozusagen kämpfen, je nachdem, was wir für opportun halten. Das Problem ist, wenn sozusagen diese Stressachse nicht mehr funktioniert, wenn sozusagen bei hohem Cortisol das Gehirn nicht mehr reagiert und das Cortisol nicht runtergestaltet wird, dann oder runtergefahren wird, dann entstehen Depressionen und Angststörungen. Das sind Erkrankungen, die letztendlich sogenannte stressassoziierte Erkrankungen sind. Darum ist es eben wichtig, dass man die Menge an Stress entsprechend reguliert. Aber, und das ist vielleicht auch ganz wichtig zu wissen, Stress allein ist es nicht, sondern in der Tat ist es so, wenn wir uns zu sehr stressen, gibt es auch einen Effekt auf die Zellen. Das heißt, in der Tat verändern sich die Zellen und in den Zellen unsere Kraftwerke, die Mitochondrien, die etwas mit Energieaufbereitung haben. Und Sie sehen sozusagen, diese Kraftwerke, die verändern sich, die sind gestresst, die verändern sich auch in ihrer Struktur. Das heißt, mit anderen Worten, offensichtlich bedeutet Stress, besonders dann, wenn er chronisch dargestellt wird, auch eine Belastung, nicht nur unspezifisch, funktionell, sondern auch strukturell. Was aber viel wichtiger ist, wir können das Ganze auch zurückdrehen. Das heißt also, in der Tat ist es so, man muss nicht nur sozusagen diese Veränderung des Systems hinnehmen, sondern man kann zum Beispiel durch regelmäßige körperliche Aktivität das System wieder zurückdrehen. Das bedeutet mit anderen Worten, in der Tat gibt es die Möglichkeit, wenn ein Burnout vorliegt, dies entsprechend wieder zurückzubringen in eine regenerative Phase. Man muss nicht zuschauen, bis sozusagen das Vollbild der Erkrankung entsteht. Wenn man sich fragt, was ist Therapie, dann muss man sagen, im Wesentlichen gibt es im Augenblick keine evidenzbasierte Therapie für ein Burnout, aber es sind Untersuchungen unterwegs. Das, was man sagen kann, ist, dass man letztendlich zu große Belastungen reduzieren muss und Ressourcen aufbauen muss. Es gibt einzelne Modelle, und das ist mehr oder weniger der Übergang zum nächsten Vortrag, wo man versucht, präventiv in unterschiedlichen Stufen einer Versorgung hier, ich sage das jetzt mal, vorzubeugen. Ich komme zur Zusammenfassung. Das Burnout-Syndrom ist ein Risikostadium für psychische Erkrankungen. Wir haben über den Link zur Depression, zur Angst, zur somatoformen Störung gesprochen. Eine Prävalenz von ca. 5 oder 1,5% erscheint realistisch. Das Burnout-Syndrom ist gekennzeichnet durch Erschöpfung, eine gewisse zynische Lebenseinstellung, die kommt, vorher nicht da war, und Leistungsminderung. Eine Abgrenzung zur Depression ist möglich, aber schwierig.
Prinzipiell sollte man beim Vorliegen eines Burnouts weiter recherchieren. Bei 70% liegt noch eine andere Erkrankung vor. Und ich glaube, und das ist sozusagen mein Schlusswort, das Burnout bietet eine besondere Chance, mit Menschen in den Kontakt zu treten, denen es nicht gut geht und die über das Burnout dieses signalisieren. Und im Endeffekt ist es ja eigentlich egal, wie wir es nennen, Hauptsache, wir kommen zu einer vernünftigen Diagnose und einer rationalen Therapie. Hiermit bedanke ich mich und übergebe an die nächste Rednerin. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Frau Hartmann, lieber Herr Rösler, herzlichen Dank für die Einführung. Und es passt wunderbar, da anzuknüpfen an sowohl die Einführungsdarstellung als auch an Ihren Vortrag, Herr Falkheim. Ich werde jetzt den Bogen spannen zu, was hat das Ganze mit Arbeit zu tun? Wir haben es ja schon mehrfach gehört und werde in ein bisschen mehr Information, Hintergrundwissen bereitstellen, um noch mal genauer diskutieren zu können, was ist dann eigentlich arbeitsrelevant an solchen Symptomen wie Burnout. Wir haben schon gesehen, gehört, Sie kennen das vielleicht leider auch aus der eigenen Erfahrung, dass unser modernes Leben, unser modernes Arbeitsleben vielfältige Anforderungen stellt im Beruf, aber häufig auch in diesem Grenzbereich zwischen Beruf und anderen Lebensbereichen, wie beispielsweise der Familie. Somit möchte ich in meinem Vortrag kurz noch mal darauf eingehen, auf die Frage, macht Arbeit krank? Wenn nicht alle Arbeit krank macht, möglicherweise welche Art von Arbeit macht krank? Und was ist eigentlich nach der Arbeit? Und wie kann man vorbeugen? Die erste Frage, wir haben schon davon gehört, macht Arbeit krank, möchte ich anknüpfen an Forschung von Marie Yahoda, die in den 30er Jahren Erwerbslosigkeit untersucht hat und die in den Jahren danach sehr deutlich herausgearbeitet hat, dass Arbeit nicht nur dazu da ist, dass wir unseren Lebensunterhalt verdienen, sondern dass Arbeit eine ganze Reihe von zusätzlichen sogenannten latenten Funktionen hat, nämlich sie bietet eine Zeitstruktur, sie ist sozusagen der Motor, warum wir morgens überhaupt aufstehen. Sie strukturiert unsere Woche, Arbeit bietet Sozialkontakt, Teilhabe an kollektiven Zielen, also einem größeren Ganzen, zu dem man hoffentlich beitragen kann, bietet Status und Identität und es ist eine regelmäßige Aktivität, die im Extremfall dann eben auch sowas wie Langeweile vorbeugt. Wie sieht die empirische Forschung zur Erwerbslosigkeit aus? Da gibt es sehr deutliche Evidenz, dass erwerbslose Personen eine schlechtere psychische Gesundheit und höhere Suizidraten haben. Da kann man jetzt natürlich sagen, ja, das fällt zusammen, aber ist es nicht möglicherweise so, dass Personen mit einer schlechteren psychischen Gesundheit einfach schneller erwerbslos werden oder weniger erfolgreich sind, wenn sie erwerbslos sind, einen neuen Job zu finden? Das ist zum Teil sehr wohl so, aber dennoch, selbst wenn man das in statistischen Analysen mit berücksichtigt, reichen diese Punkte zur Erklärung nicht aus, also sogenannte Selektionseffekte, das reicht nicht, sondern es bleibt ein deutlicher, überproportionaler, schlechtere psychische Gesundheit bei erwerbslosen Personen und auch höhere Suizidraten übrig. Das heißt ganz insgesamt, und ich denke, das ist auch wichtig für unsere Diskussion nachher, dass Arbeit an sich ein protektiver Faktor sein kann für die psychische Gesundheit. Das heißt, wir müssen genauer nachschauen, welche Arbeit ist es möglicherweise, die krank macht. Und da wurde auch schon vorgearbeitet. Man kann zwei ganz große unterschiedliche Bedingungen an Arbeitsplätzen unterscheiden, nämlich auf der einen Seite Belastung, Stressoren, Anforderungen, das ist sowas wie Zeitdruck, Hassles, Störungen, Unterbrechungen, der Computer funktioniert nicht, das Material ist nicht in Ordnung, körperliche Belastung, soziale Konflikte und so weiter. Und auf der anderen Seite die sogenannten Ressourcen, das heißt Faktoren in der Arbeitssituation, die uns helfen, diese Belastungen
besser zu bewältigen. Und eine ganz wichtige Ressource ist der Handlungsspielraum, das heißt, selber entscheiden zu können, wie man die Arbeit macht, wann man Dinge macht. Soziale Unterstützung spielt eine große Rolle und davon nochmal abgegrenzt positives Führungsverhalten, das heißt spezifisches, unterstützendes, wertschätzendes Verhalten des Vorgesetzten. So, die nächste Folie, die braucht ein bisschen Durchatmen. Was ich Ihnen nämlich darstellen möchte, sind Ergebnisse von sogenannten Meta-Analysen. Das heißt, es wurde sehr viel zu diesen Fragen, wie hängen Belastung und wie hängen Ressourcen mit psychischer Gesundheit zusammen, gemacht. Wirklich hunderte von Studien und eine Möglichkeit, die Quintessenz daraus zu ziehen, ist sozusagen, sehr vereinfacht gesagt, den Mittelwert aus diesen Studien zu ziehen. Und ich möchte anhand dieser Zusammenstellung darstellen, welche Belastungen sind es denn eigentlich, die eine Rolle spielen und welche Ressourcen spielen eine Rolle und in welcher Größenordnung ist das. Wir haben auf der linken Seite die Belastungen und die Ressourcen, dann das K ist die Anzahl der Studien, die in diese Analysen eingingen, die N ist die Gesamtzahl der Personen und zum Teil sehen Sie, es sind über 50.000 Leute, die drin sind, in der rechten Spalte die Quelle. Und die wesentliche Information ist in dieser gelb markierten Spalte, das ist nämlich die Korrelation zwischen den Belastungen bzw. den Ressourcen und in dem Fall Burnout, insbesondere emotionale Erschöpfung. Diese Korrelation, die können höchstens 1 sein, das wäre ein perfekter Zusammenhang, finden wir so gut wie nie. Sie können -1 sein, wäre ein perfekter negativer Zusammenhang, finden wir auch so gut wie nie. 0 heißt, es gibt keinen Zusammenhang und alles dazwischen sind schwache bis mittelmäßige bis stärkere Zusammenhänge. Und wir sehen, es gibt einen Zusammenhang zwischen Arbeitsbelastung und Zeitdruck von Punkt 49, das ist ganz ordentlich, und Burnout. Das heißt, je mehr Menschen Arbeitsbelastung, Zeitdruck haben, umso eher neigen sie dazu, sich emotional erschöpft zu fühlen. Etwas schwächer ist Rollenambiguität, das heißt, es ist unklar, was eigentlich genau meine Aufgaben sind. Was soll ich machen? Soll ich das eine zuerst machen? Soll ich das andere zuerst machen? Wie soll es denn genau aussehen? Spielt eine große Rolle diese Hassles, Unterbrechungen, technische Störungen, ähnlich wie die Rollenambiguität. Interessant ist, körperliche Belastung hängt nicht mit emotionaler Erschöpfung zusammen. Und das kann natürlich einer der Mitgründe sein, wieso es angeblich, anscheinend immer mehr auch psychische Erkrankungen oder Arbeitsunfähigkeitsschreibungen wegen psychischen Erkrankungen gibt, dass natürlich langfristig gesehen die körperlichen Belastungen abgenommen haben und die psychischen Belastungen zugenommen haben. Das heißt, die Belastungen, die nicht mit emotionaler Erschöpfung zusammenhängen, die gibt es weniger. Dann der sogenannte Work-to-Family-Konflikt. Das heißt, das ist das Gefühl, dass meine Arbeit mein Familienleben beeinträchtigt, dass ich nicht rechtzeitig nach Hause komme, dass ich zu Hause gestresst bin, zu Hause meine Pflichten nicht mehr erfüllen kann, so wie ich möchte, hängt auch recht deutlich, wenn auch nicht so hoch wie die anderen, mit emotionaler Erschöpfung zusammen. Und die drei Merkmale in den letzten Zahlen, das sind die Ressourcen, das ist nämlich der Handlungsspielraum, die soziale Unterstützung und vor allem das positive Vorgesetztenverhalten, die negativ mit emotionaler Erschöpfung korreliert sind. Das heißt, das sind potenziell protektive Faktoren. Um ein Zwischenfazit zu ziehen, hohe Belastung und geringe Ressourcen stehen in Zusammenhang mit Burnout und interessant ist, aus meiner Sicht, dass die Ressourcen von der Größenordnung her etwa gleich stark mit emotionaler Erschöpfung umgekehrt zusammenhängen wie die Belastung. Und in der öffentlichen Diskussion stehen sehr oft die Belastungen wirklich im Vordergrund. Und es wird zu wenig geschaut, was sind eigentlich die Ressourcen, die Menschen auch schützen können vor Erschöpfung. Es gibt natürlich eine ganze Reihe von individuellen Reaktionen auf diese Belastung, sowas wie Workaholismus, also sehr fast zuchtartig zu arbeiten, da gibt es mehr emotionale Belastungen, Coping-Prozesse, Bewältigungsprozesse, vor allem Reappraisal, sozusagen neu zu bewerten, dass das Ganze doch gar nicht so schlimm ist, spielt eine Rolle
Und was auch ein wichtiger Faktor ist, was wir vor allem im Dienstleistungsbereich haben, ist eine Dissonanz, ein Auseinanderfallen von Fühlen und Handeln. Also sprich, wenn im Kundenservice Mitarbeiter immer freundlich sein müssen, immer lächeln müssen, obwohl ihnen innerlich gar nicht danach zumute ist. Das nennt man die emotionale Dissonanz und das hängt mit emotionaler Erschöpfung zusammen. Eine ganz wichtige Frage, mit der wir uns auch rumschlagen als Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, ist diese Frage von Kausalität. Wir implizieren hier, die Arbeitssituation führt zu dieser psychischen Beeinträchtigung. Aber natürlich genauso könnte es sein, dass die psychische Beeinträchtigung mit dazu beiträgt, dass über die Zeit die Arbeitssituation schlechter wird oder dass es weitere Einflussfaktoren gibt. In der Überblicksarbeit haben wir in unserer eigenen Forschung genau danach Studien ausgewertet und sind zu dem Schluss gekommen, dass die Evidenz eher dafür spricht, dass die Arbeitssituation die psychische Beeinträchtigung, wenn ich es in vielen Häkchen sagen darf, verursacht, als dass es umgekehrt ist. Aber es gibt auch einige Anhaltspunkte genau für diesen umgekehrten Zusammenhang. Lassen Sie mich noch eingehen auf die Frage, wenn wir uns einen Tagesablauf vorstellen und was passiert eigentlich nach der Arbeit. Das heißt nicht nur, was passiert am Arbeitsplatz, sondern was ist mit Erholungsprozessen. Da haben sich in der Forschung zwei wesentliche, wichtige Faktoren herausgestellt. Das eine ist das gedankliche Abschalten, also das heißt in der Freizeit nicht weiter über die Arbeit nachzudenken, vor allem nicht weiter über Probleme, ungelöste Dinge zu grübeln und was eine ganz wichtige Rolle als protektiver Faktor spielt, ist die körperliche Betätigung, der Sport. Leider ist es so, dass diese Erholungsprozesse, das heißt, ob wir gut abschalten können, ob wir uns zum Sport aufraffen können, nicht vollkommen unabhängig ist von der Arbeitssituation, sondern je stressiger der Arbeitstag war, umso weniger hat man nach der Arbeit noch die Energie, Sport zu machen. Es sei denn, man trifft ein paar Vorsorgen, worauf wir vielleicht auch nachher noch eingehen können. In meiner eigenen Forschung hat sich sehr deutlich gezeigt, dass beispielsweise der Zeitdruck, den Menschen bei der Arbeit erleben, dass das umgekehrt mit dem Abschalten zusammenhängt. Das heißt, je mehr Zeitdruck jemand an seinem Arbeitsplatz hat, umso schwieriger ist es, gedanklich abzuschalten, was daran liegen kann, dass man sozusagen auf vollen Touren läuft, immer aktiviert ist, auch nach der Arbeit weiter aktiviert ist und deswegen sich schlechter von arbeitsbezogenen Gedanken lösen kann, die dann ihrerseits wiederum zur Erschöpfung beitragen können. Somit die Frage, wie können wir vorbeugen? Bevor wir konkrete Maßnahmen oder Gruppen von Maßnahmen uns anschauen, müssen wir im Hinterkopf behalten, dass diese Prozesse, mit denen wir zu tun haben, sind multikausale Prozesse, das heißt, es gibt nicht die eine Ursache, sondern es gibt vielfältige Ursachen, die zusammenwirken und es gibt sogenannte Rückkopplungsschleifen, das heißt, es ist nicht ein linearer Prozess, sondern zum Beispiel Müdigkeit kann dazu beitragen, dass man schon am nächsten Tag die Arbeit schlechter bewältigt und somit die Stressoren weiter zunehmen. Des Weiteren ist davon auszugehen, dass es eine Dynamik über die Zeit gibt, also dass es nicht einfach linear immer weitergeht, sondern dass es vielleicht eine ganze Zeit lang auch gut geht und irgendwann geht es nicht mehr gut und dann beschleunigt sich sozusagen dieser Erschöpfungsprozess. Und höchstwahrscheinlich gibt es interindividuelle Unterschiede, nicht nur in dem Niveau, wie Menschen auf Stressoren reagieren, sondern auch wieder in diesen dynamischen Prozessen. Dennoch, was kann man machen? Ganz vereinfacht gesagt, kann man an zwei Punkten ansetzen und es wird natürlich am Schluss nicht nur das eine oder das andere sein sollen, an der Arbeitssituation oder an der Person. Arbeitssituation heißt, man kann darauf hinarbeiten, die Belastung zu reduzieren. Das muss nicht nur die Arbeitsmenge sein, das ist oft schwierig. Und da gibt es natürlich viele ökonomische Gründe, wieso das nicht passieren kann, soll, darf. Aber man kann auch an anderen Belastungen ansetzen, wie soziale Konflikte besser in Griff zu bekommen, Rollenambiguität zu vermeiden, bessere technische Systeme zu schaffen, die weniger störanfällig sind. Also da kann man breiter denken. Und das Zweite ist natürlich, die Ressourcen zu erhöhen.
Handlungsspielraum zu erhöhen, für soziale Unterstützung zu sorgen, Vorgesetzte entsprechend zu unterstützen, zu trainieren, dass sie auch die Mitarbeiter entsprechend ihnen gutes Feedback geben können und ihnen wirklich eine Hilfe sind und nicht eine Ursache des Stresses. Der zweite wichtige Punkt ist, bei den Bewältigungsmöglichkeiten anzusetzen, also Menschen dahin zu führen, dass sie mit den Belastungen, die da sind, besser umgehen können. Und nicht nur mit den Belastungen besser umgehen können, sondern sie auch ihnen zu ermöglichen, Ressourcen selber aufzubauen. Also nachzuforschen, wo habe ich möglicherweise mehr Handlungsspielraum? Wo kann ich mehr selber entscheiden? Wo kann ich mir ein soziales Netzwerk aufbauen, was mir möglicherweise hilft? Wie kann ich Feedback aktiv einfordern? Auch hier wiederum schaut man sich die Forschung an, wie beispielsweise eine Meta-Analyse von Richardson und Rothstein. Die haben unter anderem mit verglichen, organisationale Intervention, also Veränderung in der Arbeitssituation versus Intervention, die bei den Personen direkt ansetzen. Und da findet man, dass insgesamt, vor allem wenn wir uns die psychischen Auswirkungen anschauen, Ansatzpunkte, die bei der Person ansetzen, häufig erfolgversprechender, vielleicht auch einfach leichter umzusetzen sind als organisationale Maßnahmen, die die Arbeitssituation verändern wollen, was potenziell ein Paradox dazu ist, dass die Arbeitssituation davon auszugehen ist, dass sie wirklich auf die psychische Gesundheit wirkt. Wobei natürlich dazu zu sagen ist, es ist nicht alles gut, was es an diesen personenbezogenen Interventionen gibt, sondern vor allem kognitiv-behaviorale Maßnahmen haben sich sehr als erfolgversprechend herausgestellt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank für die beiden doch sehr anregenden Vorträge, wo wir so ein bisschen das Thema erstmal Revue passieren lassen konnten, aus doch ganz unterschiedlichen Sichtweisen. Einmal der Mediziner, der die Krankheit sicherlich im Vordergrund sieht, und die Arbeitspsychologin, die auch andere Aspekte damit eingebracht hat. Ich soll ja die Diskussion so ein bisschen anheizen und vielleicht so ein bisschen auch ein paar provozierende Fragen stellen. Es gibt ja in diesem ganzen Spektrum durchaus auch unterschiedliche Meinungen. Und Sie haben das vorhin so ein bisschen angesprochen. Ja, ist es denn eigentlich wirklich mehr geworden, diese gesamten Belastungen? Und Stress und Belastung sind ja nicht unbedingt objektiv nur messbar. Wir können das psychologisch mit Skalen in Rang reinbringen, alles wunderbar. Aber es ist ein ganz entscheidender Faktor noch dabei, nämlich die Bewertung. Wie bewerten wir Belastung? Und da können unterschiedliche Menschen zu unterschiedlichen Bewertungen kommen. Und man könnte natürlich jetzt mal spitz formulieren und sagen, es ist gar nicht so sehr die Belastung als solche, sondern es sind die Bewertungen, die in unserer heutigen Gesellschaft völlig anders aussehen als noch vor 50 oder 30 Jahren, dass man sich weniger durch die Arbeit definiert, sondern auch mehr durch Freizeit, durch Familie und dadurch viel mehr in Konflikte reinkommt, als es vielleicht früher der Fall war. Herr Falker, Sie lächeln. Ja, weil ich meine, ich habe ja darum das Neurasthenie-Slide eingefügt, weil wenn Sie überlegen, was war damals ein Problem, da war, glaube ich, Freizeit nicht so das Problem, sondern eher die industrielle Revolution, ja, wenn Sie überlegen, also Maschine, Züge, ich sage jetzt mal Elektrizität und so weiter, das hat die Leute gestresst, hat sozusagen durchaus zu einer gewissen Welle geführt. Ich glaube, wenn wir jetzt sagen, Globalisierung ist etwas, was uns einfach auch an den Rand bringt, aber Sie haben noch ein anderes genannt, eben zu versuchen, die Zeit zu kompartimentieren in einen Anteil, wo man dann sagt, das geht gar nicht mehr, es wird intensiv, ja, sozusagen reingepackt. Also sehe das auch so, wir müssen lernen, mit unseren Möglichkeiten besser umzugehen. Und wenn wir das nicht tun, ja, zum Beispiel den Knopf beim Handy zum Ausschalten etc., dann kommen wir zunehmend in eine Überforderungssituation. Und das ist sicherlich auch die Burnout-Diskussion.
Also objektiv, das habe ich ja versucht zu sagen, liegen wir wahrscheinlich so zwischen 1 und 5%, je nachdem, wahrgenommen aber bei 25%. Und das ist so ein bisschen sicher das, was Sie dargestellt haben. Das kann ich nur so unterstützen. Aber ich würde auch nicht den Fehler machen und sagen, das gibt's nicht. Sondern es gibt durchaus Menschen, die ein ernstzunehmendes, ich sag mal, Desiderat haben, sich in einem Zustand befinden, wo sie auch, und das haben Sie ja sehr schön dargestellt vor Sonntag, wirklich auch ernsthaft Probleme haben und sagen, mir geht's nicht gut, ich komme da nicht weiter. Vielleicht auf die individuellen Unterschiede kommen wir gleich noch, aber zu meiner Eingangsfrage auch Sie ein Statement. Wie sehen Sie das? Genau, also es geht ja um die Frage, wie viel ist Wahrnehmung? Oder können wir sagen, salopp, ist die Wehleidigkeit größer geworden? Nicht? Ich denke, die Art der Anforderungen hat sich extrem verändert und möglicherweise ist an anderen Punkten die Wehleidigkeit größer geworden, an anderen Punkten aber möglicherweise auch nicht. Also sowohl wie die Arbeit strukturiert ist, also wenn wir sozusagen wirklich Industrialisierung nehmen und die gedankliche Logik von Industrialisierung, dass klar ist, wann Arbeit anfängt, wann Arbeit aufhört und auch außerhalb der Arbeit nichts Arbeitsbezogenes passieren muss, hat sich das zum Beispiel, nicht für alle, aber für viele einfach deutlich geändert, wo es diese Grenzen nicht mehr klar sind. Aber gleichzeitig würde ich auch wieder vorsichtig sein wollen, automatisch zu sagen, nur weil es diese Grenzen nicht gibt, ist das schlecht, sondern das kann auch Vorteile haben. Somit bietet es ja auch sehr viel mehr Flexibilität beispielsweise, also auch für die Einzelnen. Also somit muss man das sehr viel differenzierter schauen. Ich denke schon, und es ist jetzt eine sehr subjektive Beobachtung aus einem ganz anderen Lebensbereich, dass aber die Beschleunigung und Schnelllebigkeit unseres Lebens sich verändert hat und zugenommen hat. Nämlich mein Lieblingsbeispiel, oder wo es mir immer so deutlich wird, wenn man sich Krimis anschaut, die 30 oder 40 Jahre alt sind, die natürlich trotzdem noch ein bisschen spannend sind und so weiter, und man guckt über die alten Autos, die alten Klamotten und diese Dinge. Und was mir immer auffällt, die sind langsam. Die Leute reden langsamer, es passiert langsamer was, wo ich zwischendrin schon fast ungeduldig werde, so, ey, jetzt mach doch mal, weil unsere Sehgewohnheiten und ich würde auch sagen Lebens- und Denkgewohnheiten, die sind schneller geworden. Und das können wir auch gut kompensieren in der Regel, aber manchmal kommen Menschen eben an Grenzen. Also somit, es ist nicht nur wehleidiger weniger, sondern ich denke, wir halten schon ganz gut mit, aber es passiert oder es funktioniert nicht immer. Das bringt natürlich einen anderen Aspekt auch noch mit rein. Sie haben die Zahlen gebracht, 5%, 1% pro Jahr oder 1,5%. Sie haben Personenfaktoren angesprochen. Es trifft ja nicht jeden. Also wir haben das Problem der Vulnerabilität auf der einen Seite und der Resilienz auf der anderen. Das heißt, was können wir dazu sagen? Haben wir da zum Beispiel Möglichkeiten, das auch abzuschätzen? Und man könnte ja dann auch wieder spitz formulieren, vielleicht sitzen manche Leute nur am falschen Platz, weil sie nicht in der Lage sind, mit solchen Anforderungen, wie sie heute gefordert werden, an bestimmten Berufen, ist ja nicht überall so, aber in bestimmten Berufen so fertig zu werden. Und dann müsste man ja vielleicht schon vorher, ehe man sie an diesen Arbeitsplatz setzt, eingreifen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen... Fange ich doch gerne damit an. Ja. Würde ich absolut zustimmen. Absolut zustimmen. Also auch wenn man die Forschung anschaut, jetzt nicht nur punkto psychische Gesundheit, sondern auch Arbeitszufriedenheit. Was macht Menschen zufrieden bei der Arbeit? Dann sind es... Bezahlung spielt relativ wenig eine Rolle. Ein bisschen. Persönlichkeit spielt ein bisschen eine Rolle. Die Arbeitssituation spielt eine größere Rolle. Und was die größte Rolle spielt, ist genau diese Passung zwischen Arbeitssituation und Person. Also sozusagen zu finden, wo ist der richtige Platz, sowohl in puncto, ist meine Motivation, was sind meine Bedürfnisse, was bietet mir der Arbeitsplatz, aber auch was wird gefordert und was kann ich. Da diese Passung herzustellen, das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und da muss vielleicht auch mehr getan werden und da kann auch mehr getan werden.
Ja, und wie Sie ja schön gesagt haben, ist auch das Thema Trainieren des Arbeitgebers. Also ich glaube, das, was Sie sagen, ist absolut richtig, zu erkennen, was ist eigentlich ein Arbeitsplatz, an dem ich mich wohlfühle, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite natürlich auch von Arbeitgeber her diese Passung zu unterstützen und halt auch mal einzugreifen, wenn man sagt, Moment, da bewegst du dich aber in eine Richtung, die ungünstig für dich ist. Ja, und ich glaube, das lernt man daraus. Ich glaube, das sind die Daten, die eben diese beiden Faktoren, es sind die individuellen, die Umweltfaktoren, die Wertschätzung, glaube ich, ganz wichtig, aber auch, wie sehe ich mich in meinem Umfeld, in meinem Beruf. Das würde doch aber auch bedeuten, dass wir eigentlich sehr viel stärker Psychodiagnostik betreiben müssten, wenn Menschen an bestimmte Arbeitsplätze gestellt werden. Es gibt ja wenig Berufsgruppen, wo das sehr intensiv gemacht wird. Wir denken an Piloten. Und auch da gibt es natürlich Fehler, haben wir jetzt gerade den einen Fall gehabt. Aber zumindest werden die ja vorne und rückwärts und auf und ab getestet, ob sie bestimmten Belastungen standhalten können. Vielleicht nicht in dem Maße, aber vielleicht sollte man das auch für andere Leitungsfunktionen genauso und nicht nur vielleicht nur so einen Arbeitskorb da mal bearbeiten lassen. Ja, also kann ich nur zustimmen, und das kann man gewiss breiter machen, weil was im Wesentlichen gemacht wird, ist Leistungsdiagnostik, ist wichtig, ganz gewiss. Man kann natürlich auch noch breiter gehen, was sind Interessen, potenziell auch Persönlichkeit, wobei das weniger für Leistung relevant ist, aber genau für diese Passung und das Befinden. Und ein Punkt kommt dazu, der sozusagen auf der Kehrseite ist, auch wenn wir uns diese Leistungsdiagnostik anschauen, dass häufig geguckt wird immer nach dem Besten oder der Besten. Das heißt, dass man manchmal auch Personen überqualifiziert auf Arbeitsplätzen hat, wo sie auch nicht glücklich werden. Also somit ist potenziell diese Frage von Passung auch nochmal in die andere Richtung zu stellen. Wobei ich bei all dem Respekt für Leistungsdiagnostik vielleicht es mal ganz einfach runterbrechen würde. Manchmal hilft es ja auch zu fragen, wie geht es an einer Stelle? Ja? Ich meine, wenn Sie mal überlegen, wie häufig werden Sie von Ihrem Arbeitgeber gefragt, wie es Ihnen geht? Selten. Und umgekehrt, mal sich selber zu fragen, wie geht es dir? Ich denke, wenn man so ein Ampelsystem hat, ich empfehle immer denen, die ich betreue, ich sage, die ich berate, wie ist die Ampel montags, wie ist die Ampel freitags, wie ist die Ampel im Sommer, wie ist sie Weihnachten? Da kann man etwa gut abschätzen, ob sich die Sache abwärts bewegt oder man einigermaßen in der Lage ist, die Dinge im Equilibrium zu halten. Und ich glaube, die Frage wird nicht gestellt, sondern, ich glaube, das haben Sie sehr schön dargestellt, da wird sozusagen ein Leistungsprofil erwartet. In diesem Leistungsprofil arbeitet man, aber zwischendurch mal zu fragen, wie es uns geht, diese Frage wird häufig nicht gestellt. Und das kommt natürlich dann mit dem Thema der Leistungsdiagnostik zusammen. Aber ich finde, das ist eine einfache Frage, die einfach auch mal anregt, darüber nachzudenken, wie fühle ich mich eigentlich an meinem Arbeitsplatz. Also Leistungsdiagnostik ist sicherlich ein Aspekt. Und Sie haben darauf hingewiesen, man kann unterfordert sein, man kann überfordert sein. Völlig klar. Das könnte man ja vielleicht ganz gut ein bisschen abchecken, bevor man jemanden irgendwo hinsetzt. Aber es geht sicherlich auch noch um was anderes, nämlich inwieweit Menschen auch emotional dann mit bestimmten, ich habe vorhin auch so ein paar Sachen angesprochen, also schnelle Entscheidungen mit unzureichender Information, das ist nicht jedermanns Sache. Manche Leute sind schon alleine dadurch überfordert, dass sie eben sich nicht hinreichend schlau machen können, was aber dann oft nicht geht. Und auch da müsste man eigentlich mehr auf solche Bedürfnisse eingehen. Sie haben, Frau Sonntag, so diese Möglichkeiten, also Arbeitsplatzgestaltung, Personen, dass man da rangeht, wie man die Sache entspannen kann. Und Sie haben so einen Punkt genannt, Ressourcenstärken. Sie haben so ein paar Ressourcen genannt. Das würde ja noch was anderes auch erfordern, nämlich dass man sehr viel mehr trainiert. Also was Herr Falke auch gerade sagt, man soll seine Mitarbeiter entsprechend ansprechen und nicht nur gucken, dass sie fertig sind mit ihrer Arbeit. Also was können wir denn da anbieten, Frau Sonntag? Also ich denke, das eine ist als erstmal so gedankliche Figur auch davon auszugehen, dass Menschen über ihr ganzes Arbeitsleben hinweg lernen und sich verändern können und auch es müssen. Also
davon ausgehen, dass man eigentlich immer dazulernen soll und immer dazulernen kann. Und was eine große Rolle spielt, auch wirklich im Bereich der sozialen Fertigkeiten weiterzulernen, plus gekoppelt, was Sie genannt haben, auch diese gewisse Art von, im Extremfall sogar Introspektion, was brauche ich eigentlich? Was brauche ich eigentlich, was fehlt mir? Und aber natürlich auch lernen, das in einer sozial adäquaten Weise zu artikulieren. Und es ist natürlich auch so, dass einem nicht alles auf dem Tablett serviert wird. Also somit auch damit zu rechnen, dass es Konflikte gibt, mit diesen Konflikten umgehen zu können. Und da kann man sehr viel mehr machen, sodass Menschen da einfach diese Fähigkeiten, Konflikte beispielsweise auch konstruktiv anzugehen, dass sie das besser entwickeln können. Ich hatte am Anfang ja so das ein bisschen salopp gesagt, so dass man vielleicht eher bereit ist heutzutage auch, sich zu äußern und zu sagen, das geht mir alles auf den Keks, das ist mir zu viel und so weiter. Und da möchte ich eigentlich nochmal drauf zurückkommen so ein bisschen. Und zwar, weil es ja doch, Sie haben gesagt, es ist schnelllebiger geworden und wir haben mehr Anforderungen. Wir haben das Handy und unsere Familie kann ständig auf uns zugreifen praktisch. Ist ja schön, aber es ist eben vielleicht auch dann wieder ein Konfliktpotenzial. Worauf ich hinaus will, ist, dass wir ja heutzutage eben Anforderungen in sehr vielfältiger Weise haben und die Menschen, die auch an sich so stellen, sie wollen Höchstleistung eigentlich in allen Bereichen haben. Sie wollen einen tollen Job haben, das sichert das Einkommen, der soll aber auch interessant sein. Sie wollen aber auch eine Familie haben, beide Partner sollen arbeiten, man will nicht auch Kinder haben und man möchte dann noch eine ganz tolle Freizeitgestaltung haben. Und dann muss man auch den Marathon laufen. Also, kurz zusammengefasst, ist es nicht oft auch so, dass hier eine Überforderung eintritt, nicht nur durch die Arbeit, sondern weil Menschen aufgrund dieser idealen Lebensgestaltung, die wir so heute vorgeführt bekommen, in Richtungen getrieben werden, denen sie so nicht standhalten können, weil das nicht realistische Lebensentwürfe sind, die uns da gezeigt werden. Ja, das Konzept, was dahinter ist, ist Selbstausbeutung, ne? Also das ist halt etwas, was, und das wird ja wie so ein, ich sag mal, Götze rumgetragen. Das heißt, wir optimieren uns dauernd und das Problem ist natürlich, irgendwann kommen wir an Grenzen. Also das sehe ich so. Das Problem ist natürlich, was ist sinnvoller Leistungsdruck und was ist sinnvolle Leistung, ja, und wo komme ich an eine Grenze, über die ich, ist schwierig. Aber das, was Sie ansprechen, wir haben ja sozusagen bei einem Bild, was Sie da gezeigt haben, zur Freizeit und Freizeitgestaltung und zum bewussten Abschalten. Und da haben wir dann miteinander auch so beide unisono mit meiner Nachbarin gesagt, ja, das muss man auch können, nicht? Das heißt also, ich denke, wir werden angehalten zu arbeiten und das lernen wir systematisch, aber zum Beispiel mal das Umgekehrte, um uns wahrzunehmen und zu sagen, wo sind denn unsere Grenzen, was heißt es eigentlich, wenn ich erschöpft bin, ist das nicht auch ein gutes Zeichen, bedeutet das, dass ich damit auch arbeiten kann und so weiter, das ist ja ein Konzept, was häufig genug überhaupt nicht, ich sage das jetzt mal, besprochen wird. Ja? Und dann fällt es natürlich schwierig, denn wenn man sich dann erschöpft fühlt, ist das ja eher was Schlechtes, das kommt ja gar nicht vor. Ja? Und dann kommt es eben zur Selbstoptimierung und so weiter. Und ich würde sagen, das ist ein großer Motor zu großem Erfolg. Aber, wie Sie richtig sagen, es gibt eben eine Gruppe von Menschen, die schaffen das nicht. Und das sollte man eben auch im anderen Fall, die haben aber andere positive Eigenschaften, weil das ja automatisch mit so einer Bewertung verbunden ist, die einfach schlecht ist. Sondern man muss meines Erachtens eben die Pluralität anerkennen, wo man sagt, der eine kann das, der andere kann jenes. Aber wir haben das Recht auch mal zu sagen, das kann ich nicht und das will ich nicht und jetzt bin ich einfach auch mal müde. Ist häufig ein Problem. Kann ich nur zustimmen. Also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist wirklich, was Sie gesagt haben, diese Frage von Grenzen. Und es ist gleichzeitig eine paradoxe Situation, dass es uns natürlich manchmal hilft und gut tut, zu gucken, okay, wo kann ich ein Stück weiter meine Grenzen verlagern, weil sonst geben wir uns nur mit dem zufrieden, was wir schon haben. Und aber gleichzeitig einzugestehen, dass es Situationen gibt, wo Grenzen da sind, die auch akzeptiert werden müssen. Also somit würde ich auch da sagen, dass es nicht nur Pluralität zwischen Menschen ist, sondern auch es gibt solche Zeiten und andere Zeiten oder es gibt solche Situationen und andere Situationen. Und genau das wahrnehmen zu können
und da entsprechend darauf reagieren zu können, das ist wirklich eine Fertigkeit, die nicht alle haben, aber wo man sozusagen auch wiederum dran arbeiten kann, genau das zu lernen. Und das ist möglicherweise, was heutzutage mehr notwendig ist als früher, weil dieser Anspruch oder dieses Ideal, alles ist möglich und man muss, wie Sie gesagt haben, tollen Beruf und leistungsfähig und privat muss alles super und Freizeit und das sozusagen, und man sieht überall, scheinbar schaffen das ja alle anderen. Somit ist dieser Anspruch ist überall da, auf allen Kanälen, und da zu sagen, aber nee, das ist nichts für mich oder das ist dieses Jahr nichts für mich, dazu zu kommen, kann manchmal einfach ganz wichtig und notwendig sein. Die Einzelnen müssten dann den Mut haben, das zu sagen, aber ich denke, die Gesellschaft müsste doch natürlich auch dem ein bisschen entgegenkommen und diese doch zum Teil unrealistischen Lebensentwürfe, die da so vorgeführt werden, bis hin zu irgendwelchen Serien ein bisschen entkräften. Da sind wir uns also relativ einig. Aber ich wollte noch mal auf ein ganz anderes Thema kommen. Sie haben ganz kurz nur so auf diese biologischen Grundlagen hingewiesen. Da wird es dann ja auch meistens sehr kompliziert, wenn man da ein bisschen einsteigen will. Aber trotzdem, wir haben da ja inzwischen, Sie haben diese Stressachse kurz beschrieben und gezeigt. Und da würde ich gerne noch ein bisschen mehr Informationen auch rüberbringen. Und das müssten Sie dann machen, Herr Falkey. Diese Verknüpfung, früher wurde ja so, wie Sie auch sagten, vegetatives Erschöpfungssyndrom. Und wenn Mediziner nicht mehr weiter wussten, dann sagten sie, ist was für einen Psychologen. Das hat sich Gott sei Dank geändert. Eben weil wir inzwischen wissen, dass diese Trennung zwischen Körper und Geist illusionär ist. Die gibt es so nicht, sondern das sind unterschiedliche Perspektiven. Und was wissen wir denn jetzt eigentlich wirklich ein bisschen genauer darüber? Können wir da schon auch Aussagen machen? Also auch zum Beispiel hinsichtlich Vulnerabilität, hinsichtlich Resilienz aus solchen Biomarkern, um das mal so zu umschreiben? Ja, Sie haben die Stressforschung angesprochen, die hat sich sicherlich gigantisch in den letzten 50 Jahren entwickelt. Also wenn man das auf den Punkt bringt, sind es zwei Dinge, die ich besonders bemerkenswert finde. Das eine, was Sie angesprochen haben, wie geht das wirklich? Ich habe das ja angedeutet, wenn wir einen neuen Reiz bekommen, wenn wir belastet sind, positiv wie negativ, reagiert der Körper mit einer Stressantwort. Cortisol ist ein Beispiel davon. Macht ja Sinn, weil ich gesagt habe, ja, Blutdruck geht hoch, die Haut wird durchblutet, das Gehirn wird durchblutet. Das heißt mit anderen Worten, ich werde aktiv. Das heißt, ich komme so aus einer Passivität raus und zack, ich kann aktiv werden. Also Säbelzahntiger entweder abhauen oder draufhauen. So ist die Idee. So, das Problem ist, und so habe ich es angedeutet, wenn eben nachdem der Säbelzahntiger weg ist, das Cortisol nicht wieder absinkt. Das heißt mit anderen Worten, offensichtlich, und diese biologischen Mechanismen versteht man immer besser, dieser Schalter kaputt ist. Das heißt mit anderen Worten, das Gehirn, obwohl ein hoher Cortisolspiegel ist, sagt das Gehirn nicht der Nebenniere, bitte schalte das Cortisol runter. Und das bedeutet, wenn Sie sich vorstellen, Sie kennen das, wenn Sie die Nacht durchgemacht haben, dann ist man so ein bisschen übererregt. Das hängt damit zusammen, dass letztendlich die Stressfaktoren hoch sind. Es braucht eine Zeit lang, bis sich das beruhigt. So, und in diesem Gefühl der Übererregtheit, ja, bewegt sich sozusagen der Organismus. Und wenn Sie sich das vorstellen, dass das lange genug anhält, ist es nachvollziehbar, dass das körperliche, aber auch psychische Konsequenzen hat, die wir eben als Depression oder als Angsterkrankung. Also wirklich der Schalter im Gehirn, man weiß auch mittlerweile die Hirnregion, man kennt sogar auch die molekularen Schalter, die kaputt sind, die offensichtlich sozusagen dann wieder über Psychotherapie oder Pharmakotherapie dann wieder umspringen, sodass dann eine normale Stressantwort entsteht. Und das andere, was Sie gesagt haben zur Resilienz, es gibt aber, und das ist eben wichtig zu wissen, das ist ja eine wichtige, Ergebnis der Stressforschung, es gibt eben Menschen, die, ich sage jetzt mal, sich, wenn sie im Bus fahren, wenn sie irgendeine für uns normale Tätigkeit innerlich sehr unruhig und sehr, ich sage jetzt mal, stressreagibel sind. Also es gibt eine unterschiedliche Belastbarkeit auf Stress. Und es sind natürlich diese Leute, die stärker auf Stress reagieren, also denen schneller der Blutdruck hochgeht, die sich unruhig fühlen, die schneller schwitzen etc., die dann auch eine gewisse erhöhte Vulnerabilität für stressassoziierte Erkrankungen haben. Also das verstehen wir zunehmend besser.
Wobei ich jedem rate, wenn er sich zu dieser Gruppe zugehörig fühlt, ich im Übrigen auch, ich schwitze auch relativ schnell, ja, das ist aber nichts Schlechtes. Es bedeutet auch, ich kann antworten. Ja, man denkt ja immer, wenn ich nicht schwitze, auch in den Tropen, ist eine gute Geschichte, ist keine gute Geschichte, sondern eine gewisse Stressreagibilität. Also nicht verharren auf einem hohen Niveau oder auf einem niedrigen Niveau, ist nicht gut, aber eine gewisse Reagibilität ist gut. Trotzdem, das muss man halt einfach so sagen, wie Sie das sagen, es gibt eben eine Subgruppe, die mit Stressoren nicht gut umgehen können und das Stresssystem sozusagen macht uns krank. Das ist die Achse zwischen der Umwelt, dem Stress, dem Körper und dem Geist. Je mehr wir so von den biologischen Zusammenhängen verstehen, umso eher kommt dann der Ruf, ja, dann mach doch mal die richtige Pille. Ich als Psychologe würde sagen, ist nicht besonders gut, sondern ich würde sagen, kognitiv-behaviorale Interventionen, die auf Lernbasis fungieren, sind wahrscheinlich langfristig die bessere Methode. Frau Sonntag. Also kann ich nur zustimmen und ich würde das auch noch mal betonen wollen, was wir vorhin schon hatten, nämlich dass zum Teil ja auch diese Stressreaktionen ein wichtiges Signal sein können. Also wir sehen das oft so, also es ist was Unangenehmes, das muss vermieden werden. Aber eine Stresssituation ist ja eine Mobilisierung des Körpers und auch der Psyche, um mit einer bedrohlichen Situation umzugehen. Und das ist das eine, das besser zu lernen, damit umzugehen. Das kann aber auch ein Hinweis sein, zu sagen, generell stimmt mit dieser Sorte Situation was nicht. Also können wir langfristig an diesen Situationen was ändern. Also sozusagen das wirklich auch ernst nehmen als ein Signal. Und sozusagen, wenn wir für alles jetzt eine Pille und ein Medikament haben, nehmen wir uns natürlich genau diese Möglichkeit, auch das ernst zu nehmen, dass Situationen sind, dass das Stimuli sind, die man eigentlich auf einer ganz anderen Ebene angehen sollte und andere Möglichkeiten entwickeln sollte. Ja, viele greifen dann ja zur Flasche, nicht? Und dann haben sie auch eine Problemlösung, die aber mittelfristig nicht sehr positiv ist. Das ist eine andere Erkrankung. Ja, ist eine Erkrankung, ist völlig klar. Und ich meine, auch mit Sedativa ist letztlich nachher wahrscheinlich auch nicht die Lösung auf Dauer. Aber vielleicht gibt es auch aus dem Publikum Fragen, die jetzt die beiden Experten beantworten können, Probleme, die sie schon lange mit sich herumtragen. Mich bewegt an der Stelle die Frage, ich möchte einen Spannungsbogen zwischen zwei Gruppen herstellen. Die einen Mitarbeiter schaffen es, dass sie sich in einer Situation manövrieren, dass sie immer perfekt sein wollen. Alles soll klappen. Und die anderen, die schaffen es auch mal zu sagen, naja, ganz so perfekt muss es nicht sein. Ich habe den Eindruck, dass die, die immer nach Perfektion streben, die potenziell erkranken sind. Und das hätte ich gerne mal jetzt wissenschaftlich unterstützt. Das, was Sie ansprechen, ist Persönlichkeitsstruktur. Und ich glaube, so einfach ist das glücklicherweise nicht. Ich würde mal sagen, wenn Sie nach Perfektion streben und Sie haben ausreichend Power, dann funktioniert das. Das Problem ist nur, wenn Sie nach Perfektion streben und sich permanent überfordern, dann werden Sie krank. Also ich sage immer, es ist der gute Mix. Ja? Der Perfektion ist gut für die Umgebung, weil, ne? Da ist halt alles in Ordnung. Es ist meist für den Betroffenen meistens anstrengend, die Zwanghaften sind so. Und umgekehrt diejenigen, die das eher locker angehen, ist häufigerweise für sie angenehmer, aber für die Umgebung manchmal etwas stressender. Also ich würde sagen, die Persönlichkeitsdimension, die Sie ja ansprechen, ist wichtig. Aber ich würde immer sagen, die Frage ist ja, was mache ich mit meiner Persönlichkeit in der Umgebung? Und da kommen wir wieder zum Thema Passgenauigkeit. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu wissen, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen? Und dann passe ich mich ein. Und dann wird daraus ein Gleichklang. Ich glaube, das Problem ist bei den Perfektionisten dann gegeben, wenn der eigentlich gar nicht merkt, dass er immer auf 120 heiß läuft und eigentlich nie sein Ziel erreicht. Das ist ja das Schlimme. Ja, der zieht immer höher und immer höher und er hat ein Ziel, was er nie erreichen kann. Und dann ist es irgendwann mal ganz gut, wenn der Lockere ihm sagt, hör mal zu, lass es gut sein. Frau Sonntag. Was ich noch hinzufügen möchte, also erstens kann ich allem zustimmen, ist, wenn wir es jetzt arbeitsbezogen sehen, ist natürlich nochmal eine ganz wichtige Frage, wie sind die Ziele formuliert und wie kommt das Feedback?
Also sozusagen wird von beispielsweise vorgesetzten Seite klar gesagt, wie perfekt muss es denn sein? Weil man natürlich häufig annimmt, oh, es muss 150% sein. Also sozusagen da spezifischer zu sein, was genau ist das Ziel, was ist gut genug und auch bezogen auf das Feedback. Also sozusagen ein klares Feedback, wann ist was gut genug und wann ist es nicht gut genug und sozusagen Unklarheiten zu lassen, ist natürlich genau so, dass dann da bei jedem potenziell die Persönlichkeit durchschlägt, weil der eine ein unklares Feedback so interpretiert und der andere interpretiert es anders. Und ein klares Feedback kann da natürlich helfen. Naja, das, ich sage jetzt mal zum einen, ich glaube, es ist eine Mischung. Zum einen müssen Sie mal ein bisschen klären, wo die Reise hingehen soll. Also wenn Sie trainieren wollen, ist immer wichtig zu sagen, was ist das Ziel? Ja, nehmen wir was ganz konkret an dem Beispiel, ist die Erwartung, dass ich in meinem Feierabend E-Mails beantworte. Und wenn dann ein klares Feedback kommt vom Arbeitgeber, nö, wir schalten den Server um 5 aus, dann ist das eine klare Sache, braucht man gar nicht darüber nachzudenken. Das Umgekehrte ist, glaube ich, wenn Sie das sagen, trainieren, ist auch, wenn Sie von außen natürlich ein Feedback bekommen, aber dass Sie selber mal sich selber die Frage stellen, wo soll die Reise hingehen, was möchte ich erreichen? Beruflich, privat, was sind meine Vorbilder? Was sind Dinge, die für mich wichtig sind und andere, die unwichtig sind? Ja? Wenn man das, ich bin immer häufig überrascht, auch bei durchaus Personen in meinem Alter, dass diese Dinge gar nicht klar sind. Und dann ist es für mich immer sehr schwierig, denke ich, abzuschätzen, wo gebe ich Gas und wo kann ich vom Gas runtergehen. Aber das muss ich klar, der Horizont muss klar sein. Die Ziele, die ich habe, die Werte. Wenn das klar ist, dann kann ich entsprechend auch attenuieren. Das ist aber vielen gar nicht klar. Und dann ist das Training problemlos. Aber solange das nicht geklärt ist, ist es schwierig. Da laufen sie und kommen nie an. Wir haben mehrere Wortmeldungen da oben, hier vorne. Ja, ich habe eigentlich zwei Fragen. Sie haben in Ihrer Statistik dargestellt, die Altersverteilung, die da drin war, da ist, wenn ich das richtig sehe, praktisch eine Normalverteilung drin, die irgendwo zwischen 40 bis 59 auftaucht, da steigt stark an und der Anfangsende ist dann wieder sehr auslaufend. Die Frage, die ich habe, ist, gibt es sowas Ähnliches nach Berufsgruppen gestaffelt? Und die zweite Frage, die ich habe, wenn ich sehe, wo Sie die Daten herhaben, sind, glaube ich, viele Amerikaner dabei. Gibt es vergleichende Statistiken, die auch zeigen, wie sieht das bei den Franzosen aus? Haben die das gleiche Problem wie wir? Haben die Italiener das gleiche Problem und haben die Engländer beispielsweise das gleiche Problem? Das hätte mich mal interessiert. Also wenn man sich anschaut beispielsweise die Arten von Untersuchungen, die ich zusammengefasst dargestellt habe, zu wie Arbeitsbedingungen mit beispielsweise Erschöpfung zusammenhängen, ist das sehr, sehr ähnlich über die unterschiedlichen Kulturen hinweg. Also zumindest die Kulturen und Länder, wo diese Sorten Untersuchungen gemacht worden sind. Und da muss man dazu sagen, das ist weitestgehend westliche, industrielle, postindustrielle Gesellschaft. Ne? Also so, und das ist natürlich nicht ganz global, aber da gibt es nicht gerade riesige Unterschiede, sondern das ist unterschiedlich. Mein Eindruck ist eher, dass es ein bisschen so in unterschiedlichen Ländern zu unterschiedlichen Zeiten hochkocht, wenn man so sagen kann. Aber der Grundzusammenhang, der ist relativ ähnlich. Und die Berufsgruppen? So vom Muster her ist es auch relativ ähnlich. Also wo es deutliche Unterschiede gibt, also es gibt gefährdetere und weniger gefährdete Gruppen. Das heißt nämlich genau die Gruppen, die hohen Zeitdruck haben, die wenig Ressourcen haben, die wenig Handlungsspielraum haben, Servicebereich, Gesundheitsbereich. Das sind die klassischen Gruppen, die sozusagen ein höheres Risiko haben. Aber die Muster und Zusammenhänge sind wiederum relativ ähnlich. Also kann man nicht sagen, oh, aber bei der Berufsgruppe XY findet man das nie, sondern das ist relativ ähnlich. Also eher ein Persönlichkeitsmerkmal. Es ist dann eher unter anderem Persönlichkeitsmerkmal, spezifische Konstellationen von Ressourcen. Aber das ist auch einfach, das muss man auch dazu sagen, vieles weiß man einfach nur nicht genau. Also weil es so komplex ist,
kann man das jetzt zum Beispiel auch nicht für jede Berufsgruppe im Detail sagen, aber es scheint für die Muster nicht die Berufsgruppe zu sein, sondern für das Level. Hier vorne war eine Wortmeldung. Stichwort Verweichlichung. Ist eine Verweichlichung, die im Elternhaus schon anfängt, dass die Kinder, dass jeder Wunsch befriedigt wird, dass die Folgewirkung ist, dass Auszubildende oder auch Studierende es nicht schaffen, diese Belastung, diese normalen Belastungen standzuhalten. Ist da mal eine Untersuchung vorgenommen worden, dass man mal Biografien untersucht in diesen Kreisen, um festzustellen, spielt das auch eine Rolle? Also ich sag mal, ich zitiere bei so einer Frage immer gerne eine Studie. 256 Leute hat man untersucht. Das war der Jahrgang von Kennedy. Harvard-Absolventen, Harvard-Studenten, nicht doof und genug Geld. Und dann hat man die 60 Jahre nach untersucht mit der Frage damals, wie wird man glücklich? Das hat man nicht beantworten können, aber man hat nebenbei untersucht, wie viele von denen wären psychisch krank. Und es waren exakt 30%, genau die Zahlen, die ich Ihnen heute gezeigt habe. Das heißt, ich glaube, wir Menschen verändern uns nicht so, wie wir das befürchten. Das heißt also, so wie Sie sagen, dass, ich sage jetzt mal, die Generationen vor uns anders erzogen worden sind oder nach uns, wie auch immer. Ich glaube, das ist ein gewisser Mix und letztendlich sind die Schwierigkeiten, die wir heute haben, in anderer Form gab es sie vor 50 oder auch 100 Jahren. Ich glaube, der Mensch muss immer dem Profil, den aktuellen Erfordernissen, die die Welt an ihn stellt, damit muss er klarkommen. Und wenn er dann plötzlich so eine Globalisierungswelle hat oder zum Beispiel, ich sage jetzt mal, das ganze Kommunikationswesen, also wenn ich in meiner Zeit dran denke, Einführung des Faxes, was wir das toll fanden für Anträge, ja, und heute schicken wir Datenberge einfach mal Klick zurück und kriegen 10 Minuten später leider die Antwort. Früher hat man es weggeschickt und dann hatte man seine Ruhe, ja, mindestens für 14 Tage. Ja, da muss man damit umgehen lernen, aber ich glaube prinzipiell, ist das nicht anders? Also darum würde ich sagen, ja, es gibt Untersuchungen, wo man also beispielsweise Erziehungsstile und diese Dinge untersucht hat. Mir wäre aber nicht bewusst, dass es da riesige Unterschiede gibt. Aber bitte, Herr Rösler, vielleicht ja, habe ich da was übersehen. Das ist natürlich auch ein ganz anderes Thema dann. Es hängt ja mit der Sozialisierung zusammen von Individuen. Und ich glaube, das können wir auch noch nicht so ganz abschätzen. Es gibt ja so ein paar Faktoren, die sich auch da tatsächlich verändert haben. Also wir haben mehr Einzelkinder, wir haben sehr viel mehr, dann, weil es Einzelkinder sind, positives Feedback durch die Eltern. Wir haben mehr ältere Eltern und dergleichen mehr. Wie das sich auswirkt, ich glaube, da können wir überhaupt noch nichts zu sagen. Wenn ich da direkt, also ich bin Einzelkind, lese ich die Literatur immer genau. Und man hat ja lange Zeit gesagt, du armer Kerl, hast keine Geschwister, ist schrecklich, du bist ein bisschen asozial und komisch. So, und wenn man aber heute die richtigen Follow-up-Studien sich betrachtet, dann stellt man fest, die sind gar nicht so falsch geworden, die Einzelkinder. Darum sage ich immer, sie mögen recht haben, auch mit den älteren Eltern, aber im Großen und Ganzen, ich weiß nicht, ob wir, also vielleicht ist das ja auch, weiß ich nicht, tut es uns gut zu sagen, wir sind was Besonderes. Heutzutage stellen wir was Besonderes dar und die Welt heute, wie sie ist, ist anders. Ich würde mal sagen, Fakt ist, und das schließt natürlich an das, was Sie gesagt haben, wir waren noch nie so gesund, wir sind noch nie so alt geworden wie heute, wir hatten noch nie so viel Freizeit und auch noch nicht so viel Arbeit. Also eigentlich müssten wir ziemlich zufrieden sein. Wenn wir so zufrieden sind, dann kann man natürlich jetzt, würde ich gerne so eine Schlussfrage an Sie beide stellen. Sie haben ja diese Arbeitsgruppe angestoßen. Und was wünschen Sie sich eigentlich von der Politik und Öffentlichkeit, Herr Falkey, Frau Sonntag, oder umgekehrt? Was notwendig ist aus meiner Sicht, ist wirklich eine differenziertere Betrachtungsweise. Und ich hoffe auch, dass wir mit unserer Arbeitsgruppe zu einer differenzierteren Betrachtung kommen und genau nicht zu diesen Pauschalierungen, die Arbeit ist schlecht oder die moderne Arbeit ist schlecht oder abends E-Mails checken ist schlecht, sondern dass man sehr viel differenzierter an das Ganze rangeht, dass man Kriterien hat, wo man sagen kann, das sind Anzeichen dafür, dass es gut läuft oder dass es schlechter läuft und natürlich auch sozusagen Wunsch an die Politik ist dann vor allem, dass man die Bereiche identifiziert, wo es immer noch nicht gut läuft
und dass da auch Maßnahmen getroffen werden. Also das ist natürlich auch so, dass es jetzt nicht alles wunderbar ist, sondern dass es gesellschaftliche Bereiche gibt, über die wir hier vielleicht auch gar nicht so viel reden, wo auch Arbeit nicht gut organisiert ist, wo Menschen auch nicht wirklich zufrieden und glücklich mit ihrer Arbeit sind. Also somit, das müssen wir schon auch sehen und dass das auch was ist, wo, wenn man das genauer anschaut, dass da dann natürlich auch die Maßnahmen getroffen werden. Ja, ich habe da auch recht handfeste Ideen, was die Politik betrifft. Also ich denke schon, dass das ein Problem ist. Ein Problem ist, ich sage jetzt mal, Arbeit verändert sich und Arbeit fordert uns anders, wie sie das vor 50 Jahren getan hat. Ich glaube, das muss auch Politik erkennen und auch darauf reagieren. Erstens. Zweitens, es ist schon so, dass Arbeit in gewisser Form und für gewisse Leute krank macht. So, und ich glaube, darauf müssen wir auch reagieren. Wir haben keine Ahnung, A, wie wir das vernünftig diagnostisch fassen, B, was wir therapeutisch machen. Das heißt, wenn wir mal mit der Arbeitsgruppe da zu einem vernünftigen Resultat kommen, und ich hoffe, das kommen wir oder bin sicher, dass wir das kommen, dann würde ich auch ganz klar sagen, da müssen Studien her. Da muss sozusagen auch ein bisschen Klarheit reinkommen ins Feld. Ich sage jetzt mal, wen betrifft es, wie kann ich die Leute identifizieren und wenn es diese Subgruppe gibt, wie kann ich die therapeutisch mit Verhaltenstherapie gerne oder mit Pillekes ungerne, aber wie auch immer, behandeln. Ja, dann danke ich Ihnen nochmal ganz herzlich für die Beiträge, für die Diskussion, auch Ihnen, dass Sie ausgehalten haben und sich informiert haben. Vielen Dank und dann irgendwann ist die nächste Leopoldina Lecture.